Hallo, herzlich willkommen bei musikmachen.de. Mein Name ist Nico Brandenburg und ich teste heute für euch den Sandberg Elektra VS4 Bass. Bei dem Elektra VS4 von Sandberg handelt es sich um das günstigste Modell der Produktpalette mit ca. 650 Euro Liste. Gucken wir uns den Bass mal an. Es handelt sich um einen einteiligen Ahornhals. Der Body ist aus Lindenholz, sehr leicht. Der ganze Bass wiegt nur knapp 3,7 Kilo. Das Griffbrett ist aufgeleimt Palisander mit 22 Jumbo-Bünden. Die Tonabnehmer sind Sandberg-Tonabnehmer und zwar Split-Coil mit sehr großen Pole-Pieces. Die Elektronik ist auch von Sandberg. Die Elektronik ist aktiv. Die Pickups selber sind passiv. Die Elektronik sieht folgendermaßen aus. Wir haben einmal einen Master-Volume. Dann haben wir aktive Höhen. Die kann man anheben und absenken, genauso die Bässe aktiv, Anhebung, Absenkung. Und wir haben, der Master Volume hat eine Push-Pull-Funktion, dann ist er passiv. 3D-Brücke von Schaller. Wir hören uns den Bass erstmal mit flattem EQ an. Das war im aktiven Betrieb. Wir gehen mal auf den passiven Betrieb zum Vergleich. Schon Soundunterschied zu hören. Im passiven Betrieb gibt es keine Höhenblende. Das heißt, wir können nichts am EQ verstellen. Gehen wir mal wieder in den aktiven Betrieb. Und drehen mal die Höhen etwas, heben wir an. Dreh sie mal voll auf. Die Höhen greifen sehr stark, also ich traue mich jetzt gar nicht zu slappen, weil es dermaßen scharf klingt. Drehen wir die, heben die, senken die Höhen mal ab. Hat selbst mit abgesenkten Höhen immer noch ausreichend Höhen, finde ich. Drehen wir mal den Bassschalter auf, heben die Bässe an. Mal voll aufgedreht. Greift auch sehr stark, man hat echt einen Dub-Bass-Sound. Gehen wir mal wieder auf Normal. Vergleich. Kriegt da einen enormen Bassschub. Drehen wir die Bässe mal ab. Der Sandberg VS Elektra 4 ist ein echt günstiges Einsteigermodell mit 645 Liste, ist sehr gut verarbeitet, sieht aus wie ein Precision Bass, aber durch die aktive Elektronik können wir doch einiges mehr an Sounds noch rausholen. Ja, gelungenes Instrument. Das war's von meiner Seite, Nico Brandenburg für musikmachen.de. Bis zum nächsten Mal.